Unser Körper weiß bereits, wie er sich selbst heilen kann. Im Laufe der wahrscheinlich letzten Jahrhunderte haben wir aber immer mehr die Verbindung zu ihm verloren. In den letzten Jahrzehnten sogar noch mehr. Menschen suchen Ärzte auf, nutzen die westliche Medizin und haben sich daran gewöhnt, bei Kopfschmerzen oder Unwohlsein einfach zu einem Medikament zu greifen. Das Problem dabei ist, dass je mehr Medikamente, Arzneimittel wir einnehmen, desto mehr gewöhnt sich unser Körper daran und vergisst, wie er sich selbst heilen kann. Er weiß, wie es geht, aber genau dann kommen ihm diese Medikamente in die Quere. Sie stören und sind in gewisser Weise eine Nebenwirkung unserer natürlichen Heilfähigkeit. Es ist nicht so, dass die Energiemedizin die westliche Medizin ersetzt. Die westliche Medizin ist eine der beeindruckendsten Errungenschaften der Menschheit. Wenn wir nun aber die Energien des Körpers mit dem Wissen der Physiologie in Einklang bringen, dann haben wir eine Kombination, die wirklich bis zum Kern einer Krankheit vordringt und tatsächlich Heilung ermöglicht. Wir freuen uns sehr, der Energie im Bereich der Heilung wieder eine Bedeutung zu geben. Energetisch aus dem Gleichgewicht zu sein, bedeutet nicht, dass unbedingt klinische Symptome vorliegen. Es bedeutet nicht, dass es auf bestimmte Beschwerden zurückzuführen ist. Aber es bedeutet, dass du nicht voller Lebenskraft steckst. Du hast nicht die geistige Klarheit, die du eigentlich haben solltest. Du kannst also anfangen, Energie zu nutzen, auch wenn du keine Beschwerden haben solltest. Es ist ein Weg, dein aktuelles Wohlbefinden zu verbessern. Eines der schönsten Dinge an der Energiemedizin ist, dass du mehr zu dir selbst findest, nach deinem eigenen Rhythmus lebst, immer mehr Vitalität und mehr Lebendigkeit verspürst und das Leben schöner wird. Du wirst dich in dein Leben verlieben, weil die Tatsache, dass du dich selbst heilen kannst, so aufregend und bereichernd ist. Jeder kann das, niemand ist davon ausgeschlossen. All das ist sehr einfach und leicht anzuwenden. Ich wende Energiemedizin heute immer noch an, weil ich weiß, dass ich sie brauche. Ich war sehr krank und wuchs mit vielen Beschwerden auf. Von Tuberkulose bis hin zu Allergien gegen alles Mögliche. Es gab nur sehr wenige Dinge, die ich essen konnte. Als ich 16 war, hatte ich Multiple Sklerose, die mit den Jahren immer schlimmer wurde. Mit 27 Jahren hatte ich dann einen Herzinfarkt. Und das war ungefähr zur gleichen Zeit, als ich immer mehr Energie in meinen Beinen verlor. Ich konnte nicht mehr gut laufen, manchmal sogar überhaupt nicht. All meine Organe waren kurz davor zu versagen und ich hatte Asthma. Ich konnte kaum nach draußen gehen, ohne einen Asthmaanfall zu bekommen. 5 verschiedene Spezialisten sagten mir, dass ich es nicht schaffen, nicht mehr leben würde. Doch beim Besuch des 5. Arztes passierte etwas mit mir. Es ist schwer zu beschreiben. Ich denke, ich hatte eine Art spirituelle Erleuchtung. Ich dachte, ich werde mich selbst heilen und ich wusste, dass ich es schaffen würde. Auf eine gewisse Art war es das Beste, das mir je passiert ist. Das war es wirklich. Wenn du diese einfachen Energietechniken lernst, hilfst du deinem Körper nicht nur, gesünder und vitaler zu werden, sondern er wird auch weniger anfällig für Krankheiten. Er entwickelt sich, wird immer stärker, sodass du es lieben wirst, älter zu werden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen Angst vor dem Älterwerden haben. Die Energiemedizin ist ein Wundermittel dagegen, weil du in jedem Alter die gleiche Energie verspüren kannst, wie in deinen jungen Jahren. Ich lade dich ein, dich so zu öffnen, dass deine Energie sich ausweitet und dich bereichert.